Sehinda? Hm? Hat befohlen, ihn jeden Tag nach der Arbeit zu ihm zu bringen. Wieso das denn? Er glaubt, er sei Perser. Und? Koch eine Schwäche für Perser? Nee. Koch hat für niemanden eine Schwäche. Und der da ist kein Perser. Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen. Im Iran isst man kein Schwein. Ich brauche kein Schweinefleisch. Ich kann alles zubereiten. Hammel, Kalb, Fisch. Mit 12 Jahren habe ich als Küchenjunge angefangen. 10 Jahre später war ich Chefkoch. Chefkoch. In einem Restaurant, das jeden Abend 150 Gäste bewirtete. Farsi ist eine schwere Sprache, Herr Hauptstammführer. Gewiss. Deshalb habe ich mir einen Plan überlegt. 4 Wörter am Tag, das sind 24 Wörter in der Woche, 96 Wörter pro Monat und 1152 Wörter im Jahr. Der Krieg dauert mindestens noch 2 Jahre. Das heißt, bis Kriegsende habe ich einen Wortschatz von über 2000 Wörtern. Mit Schreiben und Lesen will ich mich nicht beschäftigen, ich möchte nur sprechen lernen. Verstanden? Ja, Herr Hauptstammführer. Und noch etwas. Wie du bereits bemerkt hast, bin ich ein gutmütiger Mensch. Aber ich lasse mich nicht zum Narren halten. Solltest du nicht der sein, für den du dich ausgibst, dann finde ich das heraus und töte dich. Hast du das verstanden? Verstanden, Herr Hauptsturmführer. Und hör auf, nach jedem Satz Herr Hauptsturmführer zu sagen. Jawohl. Wie viele Gefangene haben das Lager passiert? Zwischen 25 und 30.000. Alle Namen stehen im Register. Wo wolltest du hin? In die Schweiz. Italien wäre besser gewesen. Wo hast du das Buch her? Von meinen Vermietern. Sie haben es zurückgelassen, als sie geflohen sind. Was heißt Papa? Das bedeutet Papa auf Persisch. Ich bin kein Jude, ich bin Perser! Wir haben einen Perser gefunden. Wo wissen Sie, dass er ein echter Perser ist? So, das hat er gesagt. Natürlich hat er das. Und wenn er lügt? Was ist das? Baf, baf. Heißt Vater in meiner Sprache. Wie heißt die Hauptstadt von Persien? Teheran. Was heißt Mutter? Mutter. Hunter. Mehr als alles auf der Welt hasse ich Lügen. Wenn du lügst, dann wirst du das bereuen. Nach der Arbeit kommst du jeden Tag zu mir und bringst mir deine Sprache bei. Brot, Bratsch, Fleisch. Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant helfen. Farsi ist eine schwere Sprache. Übersetzen wir diese 40 Wörter in Farsi. Das sind nur 39 Wörter. Schreib eins dazu. Welches? Wie wär's mit Wahrheit? Dieser Gefangene. Der betrügt sie. Ich soll 40 Wörter in einer fremden Sprache erfinden. Sie zu erfinden geht, aber alle im Kopf zu behalten, ist unmöglich. Brot. Ratsch. 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 Wie viele Wörter hast du bisher schon gelernt? 1500 Wörter. Lass uns sprechen. Ich habe ein Gedicht verfasst. Lom gatrundariach fab. Es hat mir sehr gefallen, Herr Hauptsturmführer. Sag Klaus zu mir. Würde ihn ja einfach umbringen. Was ist, wenn er abhaut? Nee, das hat noch keiner geschafft. Wo ist der? Gefangener Reza Dun! An seiner Stelle warst du bereit, mit diesem Haufen Namenloser zu sterben? Sie sind nur namenlos, weil du ihren Namen nicht kennst. Aber sie sind kein bisschen schlechter als du. Wenn nicht, so sind sie keine Mörder. Ich bin kein Mörder. Du sorgst dafür, dass die Mörder gut speisen. Ich bin nur müde. Wovon? Von der Angst.